Ja, hallo Freunde der Nacht und der gepflegten Unterhaltung. Ich wollte nur einfach nochmal, weil wir das ein paar Mal hier hatten, einen Abschluss machen zu dieser Julian, ne? Nicht, dass ich wieder den falschen nehme. Julian Zietlow-Geschichte, die haben sich ja jetzt, er und seine Kate haben sich ja offenbar getrennt. Kate hat scheinbar gleichzeitig dabei ihren Instagram-Kanal komplett verloren, also weiß jetzt auch nicht wie und warum. Da stand halt, ja, da war irgendwie so zu sehen, dass ja, dass sie sich scheinbar getrennt hat, weil sie irgendwie nicht mehr glücklich war. Wahrscheinlich gibt es irgendwie noch mehr dazu, was vielleicht kriegt man das mit, vielleicht nicht. Weil wir das jetzt verfolgt haben, wollte ich nur noch mal dazu sagen, dass ja, das ist von außen, wir waren nicht dabei, aber wirkt natürlich wie so eine typische, wirkt, wie gesagt, die waren nicht dabei, wirkt wie eine typische Wirbelwind-Beziehung. Und die halten dann häufig halt diese 200 Tage so. Und die, also mir hat jemand geschrieben, boah, wenn man dir folgt, dann weiß man einfach, wie diese ganzen Sachen ausgehen. Und ja, ich wünsche dir natürlich das Beste und vielleicht weiß er für sie auch genau das Richtige, aber ja, weil was man da vielleicht noch ein bisschen sieht, also auch, also wenn man sozusagen sein Beziehungsleben so auf Dopamin und Spaß aufbaut und verliebt sein und diesen ganzen, wie soll ich mal sagen, Hormonrausch, Neurotransmitterrausch, der mit einhergeht und vielleicht noch mit der einen oder anderen Droge garniert, das ist halt, kann man machen und wenn einen das glücklich macht, alles wunderbar, es ist halt nicht nachhaltig und selbst wenn man die, das finde ich auch interessant, selbst wenn man die Beziehung öffnet und hat überhaupt keine Grenzen, selbst dann hält es nur 200 Tage. Das fand ich jetzt interessant, aber uns fehlen natürlich auch Details jetzt hier und wie gesagt, ich wünsche dir nur das Beste, aber finde ich schon interessante Entwicklung und ja, zeigt einfach auch wieder, dass man, ja, er hat dann auch noch gesagt wohl, ja, vielleicht sehen wir uns im nächsten Universum wieder. Also dieses bisschen, diese Sprache, naja. Wie gesagt, wenn es denen gefallen hat, ist ja alles gut. Aber ja, man sollte auch wirklich nicht zu viel reinlesen auf Sachen, die auf Social Media geteilt werden. Weil da ist ja auch immer bei diesen Relationship Goals Sachen, das ist ein Hashtag, ne? Ah, wir haben die tolle Beziehung und bla bla bla. Beziehungen, die länger dauern als diese 200 Tage, die sind nicht immer ideal, ne? Die haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen und das ist dann aber nicht mehr dieses Überhöhte, diese Super, diese Hyperbeziehung aus dem nächsten Universum, sondern das ist eben down to earth und das ist auch irgendwo nicht so interessant für Social Media, sondern da muss man immer hypen, ja, wir sind die Tollsten, wir sind die Geilsten und wie gesagt, dann ist immer die Frage, hat er das, was er vorher gemacht hat, nicht einfach weitergemacht, nur mit anderen Inhalten sozusagen. Aber wir werden sehen, vielleicht hat sich der scheinbar noch nicht dazu gemeldet. Vielleicht kommt von ihm auch noch weiter interessanter Content, den wir hier natürlich besprechen können. Das interessiert euch ja sehr scheinbar. Aber ansonsten ist das jetzt erstmal der Stand der Dinge. Was seht ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal, gern meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Nächste Woche kommt mein neues Buch raus, Feuer und Flamme. Schlag zu, ne, bestellt schon mal vor und oder auch im lokalen Buchhandel gern, sollte überall erreichbar sein und wir sehen uns bald wieder, ciao ihr Lieben.